darf auch mitgehen. Wunderschönen guten Morgen vom Parkplatz vom Attohaus. Heute geht es wieder mal auf den Hochkönig. Hinter uns da oben, hinter dem Mandelwind. Viel Spaß, kommt's mit. Am meisten Spaß macht mir die Tour, weil wir kurz vor dem Sonnenaufgang weggehen. Weil da auf erlebt man einfach immer einen traumhaften Aufgang. Schaut mal da vorne. Ja Leute, und jetzt könnt ihr euch einen Liegestuhl auspacken. Wir müssen da rackern. Alles macht Spaß, oder? Sombrero! Schön, oder? Schaut euch das an. Sonnenaufgang, und genau deswegen gehen wir am liebsten kurz vom Sonnenaufgang da weg. Einfach ein Traum. Ganz allein. Da hinten die hohen Tauern und die Mandelwände in der ersten Morgensonne. Ein Wahnsinn. Schaut euch gerne mal die anderen Hochkönigs-Videos an, die ich so gemacht habe. Ich habe einmal ganz ausführlich dokumentiert, normalweg im Sommer. Und auch einmal ganz gut Wintertour. Verlinke ich euch oben und auch unten in der Infobox. Schaut es da nach. Heute wird es einmal ein bisschen anderes Video. Und dann hast du die wunderschöne Aussicht mit der Förderalm. Aktuell unbewirtschaftet. Die sperren dann immer früher mal auf. Da hinten kommen wir jetzt her. Das ist das wunderschöne Ochsenchor. Wir stehen da jetzt in der Steilstufen rein vom Ochsenchor. Und da rauf lassen wir Entlastungsabstand. 35 Grad plus steil. Ja, da sieht man jetzt den Skiservice Lindinger vom Austria Alpin Team, der macht zusätzliche Höhenmeter für den guten Zweck. Da oh, dass der Rupp sein Ski wieder hat. Das nicht umdrehen gehabt, gell? Sehr gut. Stark. Die Bindung noch ganz. Ja, ich hab's immer stark gesagt. Nein, fährt da gar nichts. Ja, in Rupp sein Ski ist da die Steilstufe 200 Meter zurück dahin gewesen. Ja, aber jetzt geht's wieder. Jetzt gehen wir wieder Gas. Jawohl. Wer bringt's Essen jetzt? Und Bier? Wer bringt's Essen und Bier? Ich verstehe das nicht. Muss noch einmal, jawohl. Jetzt bin ich fix.
sind jetzt am Schluss vom Ochsenchor. Da links rauf geht es im Sommer über den Knierbeißer und Skitourenspur da rauf zur Schoberschatten. Das ist immer eingeblasen. Das sollte man Entlastungsabstand lassen. Ja, passt aber ganz gut heute rauf. Ausblick, oder? Genial. Da vorne hinten ist der Bratschenkopf. Ja, und die Spur geht mehr oder weniger den Sommerweg entlang jetzt. Der Christian, den kennst du von Bianco gerade. Und jetzt hören aus der Kategorie Abfahren mit Felle. Jo, jetzt haben wir es gleich geschafft. Direkt vom Gipfelaufbau. Martin, Christian und Rupp sind schon fast um. Der Kerl vom Hochkönig herum, eine richtig geile Geschichte. Traumhaft, windig ist es heute. Super Panorama haben wir. Genial, und jetzt geht's in die Abfahrt. Viel Spaß. Das siehst du ja nicht.
Wir wollten eh nicht. Oh. Hey, super. Geil, super. Hup. Wie immer eine Ehre, Mr. Atomic. Super, war super, voll geil. Lindy, gut gemacht. Und Skifahren, Skifahren kannst du irgendwann lernen, du bist wieder da. Aber der Lindy kommt. Gesund aber, das ist das Wichtigste. Wenn es genauso einen guten Apfelstrudel wie mir wollt, nachher beim Autohaus hinten reinkommen, gell? Dinge, 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 Dinge. Und bevor, vor dem Essen loben. Bevor ich es vergiss, schaut beim Alpin Team Austria vorbei. Lindy, Obmann, und ich verlinke das Video zum Mureck oben unten in der Infobox. Da sind eigentlich alle Informationen drin, gell? Und bei den Alpinen Momente die Glocken aktivieren, gell? Ganz wichtig. Unbedingt. Ja, ich hab's schon einmal gesagt. Ja. Zum Fünfer. Genau. Also, ciao. Der Kerl bleibt's geil.